Der Tacker. Tom-Tom kriegt den Ball. Er dribbelt seine Gegner problemlos aus. Er hat freie Bahn. Der Torhüter sieht ihn und schreit vor Todesangst. Er schießt und... Tor! Tor! Tom-Tom, hör auf, Ball zu spielen. Dein Schulkonzert beginnt in 30 Minuten und ich will deine Hosen nicht noch einmal bügeln. Na gut, Mama. Nur noch einmal, bitte. Nein, tut mir leid. Mama hat mir leider verboten, Ball zu spielen. Aber Mama hat nichts gegen Dribbeln gesagt. Los, du schaffst das, du schaffst das. Los! Deine Hose! Das darf nicht wahr sein. Das ist meine einzige feine Hose. Oh. Ja, so kannst du jedenfalls nicht gehen. Hat deine Mutter vielleicht noch Zeit, sie für dich zu nähen? Ich habe aber Angst, das ihr zu sagen. Sie hat mir ja verboten zu spielen. Hey, ich hab es! Hier! Denkst du, wir können die Hose vielleicht mit einem Tacker reparieren? Ja, das ist doch eine prima Idee. Ha, ich muss es wohl versuchen. Oh ja, das musst du. So etwa? Halt! Warum, was ist? Meine Nase juckt, sonst nichts. Los, kommt! Du hast recht, Nolik, es geht! Das ist super! Ja, der Tacker ist wirklich super toll. Wisst ihr, wie er funktioniert? Tacker nur weiter und ich erklär's dir. Die Klammern eines Tackers sind leicht aneinander geklebt. So kann man viele Klammern auf einmal laden, anstatt einzelne. Und die Feder drückt die Klammern nach vorne. Wenn der Arm heruntergedrückt wird, dann presst ein Metallzahn die vordere Klammer durch einen engen Schlitz und die Klammer stanzt Löcher in das Papier. Als nächstes drücken die spitzen Enden der Klammer runter auf eine Platte. Und dadurch verbiegen sich die Klammern hinter dem Papier. Und so funktioniert es. Die Blätter sind befestigt. Sagen, wir nähen, aber mit einem Tacker anstatt mit einer Nadel. Ja, und es geht sogar schneller. Hä? Was ist denn los? Sind denn keine Klammern mehr drinnen? Es sind noch viele davon da. Aber eine davon ist eingeklemmt hier. Tom-Tom, wir gehen in 5 Minuten. Okay, Mama. Und, hat es geklappt? Nein. Lass uns doch einfach Papus holen. Er ist echt stark und er hat ein Pakomat. Das schaffen wir alleine. Tom-Tom, such etwas, womit wir die Klammer rausdrücken können. Der Tacker ist keine ganz neue Erfindung. Es wird gemunkelt, dass der französische König Louis XV. Einen goldenen Tacker mit kostbaren Juwelen besaß. Unglücklicherweise konnte dieser nur eine Klammer einzeln tragen. Moderne Tacker sind sehr viel praktischer. Und Leute haben so viele unterschiedliche erfunden. Für Papier, für Sperrholz und sogar für die Haut. Ja, Chirurgen benutzen sie oft bei Operationen. Dann gibt's den Tacker, der fürs Polstern von Möbeln verwendet wird. Und sein älterer Bruder, der Druckluftnagler, kann verwendet werden, um Wände eines Gebäudes zusammenzuhalten. Und folgende Erfindung ist beinahe genauso wichtig wie der Tacker selbst, der Klammerer-Entferner. Mit seiner Hilfe ist es möglich, die Klammern eines Tackers herauszunehmen. Wie wär's mit einem Schraubenzieher? Das ginge! Guckt, der Schraubenzieher passt genau in den Schlitz. Ah, das ist toll. Drück die Klammer jetzt durch, aber pass auf deine Finger auf. Sonst kannst du nicht nähen. Tidisch. Noch heißt's nicht Tidisch. Deine Hose ist noch nicht fertig. Das wär's. Alles fertig. Jetzt sagen wir Tidisch. Tom-Tom, bist du fertig? Natürlich.
Meine Idee mit dem Tacker war klug, oder? Die Mutter von Tom Thomas wird nichts merken. Warte nur. Warte bis zur nächsten Wäsche. Der Ökotester. Seht mal, Freunde, dies ist meine neue Erfindung. Ich kann's kaum erwarten, euch zu zeigen, was sie kann. Yeah! Was ist das? Ein Ökotester. Und wofür ist er? Dieses Gerät überprüft, ob Gemüse und Früchte überhaupt genießbar sind. Um Äpfel, Tomaten oder Melonen schneller und größer anbauen zu können, fügen Menschen chemischen Dünger der Erde hinzu. Es kann jedoch ein Problem entstehen, wenn zu viel chemischer Dünger benutzt wird. In diesem Falle können schädliche Chemikalien in die Früchte und in das Gemüse gelangen und das wäre eine Gefahr für die Menschen. Ein Ökotester ist ein spezieller Apparat, der anzeigt, wie viele dieser schädlichen Wirkstoffe sich bereits in der Nahrung befinden. Falls der Messwert zu hoch ist, solltet ihr sie auf keinen Fall essen. Wie ihr seht, zeigt der Ökotester an, dass dieser Apfel gut ist. Schauen wir mal. Seht her, dieser ist auch gut. So ist doch nicht interessant. Alle diese Äpfel sind gut. Ich nehme mal diesen leckeren Apfel und vergifte ihn. Jetzt werden wir ihn mit einer Menge von schädlichen Nitraten injizieren. Wozu denn? Was meinst du, wozu denn? Um zu prüfen, ob der Ökotester funktioniert. Seht ihr's? Der Ökotester zeigt klar an, dass dieser Apfel vergiftet und nicht essbar ist. Ist er denn nur für Äpfel geeignet, oder? Für jede Art von Frucht. Ich hol meine Wassermelone. Ist es denn möglich, dass Wassermelonen auch Nitrate haben? Natürlich ist das möglich. Menschen handeln oft ohne Rücksicht auf die Natur. Abfälle und Abgase von Fabriken, Städten, Flugzeugen und Autos fügen der Natur enorme Schäden zu. Tier- und Pflanzenarten sterben aus. Die Luft, das Wasser und die Erde werden verseucht und viele andere Arten von Umweltproblemen tauchen auf. Die Leute sollten keinesfalls glauben, dass ökologische Probleme nur Probleme der Natur sind. Denn wenn sie der Welt wehtun, dann schaden sie auch sich selber. Menschen atmen verpestete Luft ein, sie trinken verschmutztes Wasser und essen Nahrung, die aus mit Chemikalien verseuchten Böden stammt. Wenn die Menschen keine verseuchte Milch trinken wollen und gerne gesundes Obst und Gemüse essen möchten, dann müssen sie damit anfangen, die Natur wie ihren Freund zu behandeln. Hey, lass uns diese Äpfel selbst austesten. Nolik, hilf mir mal. Oh, er ist weggerollt. Ach egal, der ist sowieso mit Nitraten vergiftet. Oh, Äpfel. Elisa, nicht essen! Elisa, halt! Bitte setzen Sie sich. Wie? Haben Sie reingebissen? Ja, wieso? Oh nein, er ist vergiftet! Oh, was? Können Sie noch sprechen? Oh ja. Fühlen Sie sich schwach? Oh, ich werde ohnmächtig. Elisa, halten Sie durch. Was? In Ihrem Apfel war überhaupt kein Gift. Oh, meine Assistentin, ich habe sie vergiftet. Oh, Elisa, bitte. Im Apfel war überhaupt kein Gift. Oh nein, er hört uns was nicht. Was soll ich tun? Ich habe eine Idee. Hallo, das ist ein Notruf. Es handelt sich um Vergiftung. Nein, nicht ich. Ich habe jemanden vergiftet. Mit einem Apfel. Feuer. Ich meine Gift. Professor, dieser Apfel ist nicht vergiftet. Das Schlechte ist auf dem Boden gerollt. Ist das dein Ernst? Das sind ja fantastische Neuigkeiten. Elisa, können Sie mich sehen? Ich kann gar nichts sehen. Besser so. Oh, ich sehe sie. Ich sehe sie. Ich kann wieder sehen. Ich habe tolle Nachrichten. Der Apfel ist gar nicht vergiftet. Sind Sie sicher? Er ist vollkommen rein. Schauen Sie nur. Der Ökotester zeigt an, dass in ihm keine schädlichen Chemikalien sind. Ich bin so erleichtert. Dieser Apfel ist ausgezeichnet.
und nahrhaft. Oh, Ihr Gerät ist einfach fantastisch. Gleich sagt sie, Sie sind ein Genie. Professor, Sie sind ein Genie. Danke, dass Sie mich gerettet haben. Oh, nicht der Rede wert. Eigentlich war es Nolik. Er war der Retter. Ich was? Die Wassermelone fallen zu lassen war deine Idee, oder? Ah, du hast recht. Ich hab sie gerettet. Der Bewegungssensor. Dieses Teil muss unbedingt neu ersetzt werden. Ich habe eine Idee. Wir können zum Lager laufen und es holen. Weil es für Sie zu umständlich ist. Und so konnten Sie weiterarbeiten. Also gut, merkt euch nur den Code für das Ersatzteil. A8375. Das merke ich mir bestimmt. Warum ist die Lisa immer zur falschen Zeit da? Müssen wir denn warten, bis sie weg ist? Ha! Wozu? Wir schleichen uns halt raus. Ziffer, hast du das Ersatzteil? Ich hab's. Sind wir bereit? Ja, alles klar. Na dann los! Professor Eugenius, Sie sind hier. Wissen Sie, warum sich diese Tür selbst öffnet und sich selbst schließt? Ha, klar weiß ich das, Elisa. Ich habe sie in eine elektronische Tür umgebaut. Sehen Sie, ich habe über ihr einen Bewegungssensor installiert. Ein Bewegungssensor ist eine Art elektronisches Auge, das Bewegungen in seiner Nähe wahrnimmt. Habt ihr euch je gefragt, weshalb sich Türen in Geschäften oder am Flughafen öffnen? Das tun sie mit Hilfe von Bewegungssensoren. Wenn der Sensor sieht, dass sich jemand der Tür nähert, dann sendet er ein Signal an den elektronischen Motor der Tür. Der Elektromotor öffnet dann die Tür und schließt sie automatisch, nachdem die Person hindurchgegangen ist. Dieser Mann ist erstaunlich. Nur ein bisschen unordentlich. Die Tür ist jetzt automatisch? Wieso hat sie sich denn nicht auch für uns geöffnet? Weil wir zu klein sind für den Bewegungssensor. Aber das Ersatzteil ist doch groß genug. Groß genug, dass der Sensor es sehen kann. Also wie kommen wir da rein? Wir tricksen es aus. Wir laufen nah an der Wand entlang. Lasst uns so nah wie möglich an der Wand bleiben. Diese Tür ist mir ein bisschen zu automatisch. Und schon wieder diese Teile. Hatte ich die nicht weggelegt? Ach, der Sensor hat uns trotzdem gesehen. Wir sollten ihn einfach zerschlagen. Warum denn ihn zerschlagen? Wir müssen ihn doch nur lediglich deaktivieren. Sensoren sind da, um Menschen in verschiedenen Situationen helfen zu können. Bewegungssensoren erkennen beispielsweise Bewegungen und können dann automatisch eine Tür öffnen oder Licht machen. Einige Fahrzeuge sind mit Regensensoren ausgestattet. Ehe es regnet oder schneit, betätigt der Sensor automatisch die Scheibenwischer des Autos. Es gibt auch Sensoren, die lichtempfindlich sind. Wenn es abends dunkelt, können Lichtsensoren eingesetzt werden, um Straßenlampen zu betätigen. Und morgens, wenn es dämmert, schaltet sie der Sensor wieder aus. Ein Rauchdetektor spürt es, wenn Rauch in einem Raum entsteht. Dieser Sensor kann dazu dienen, einen Feueralarm oder ein automatisches Löschsystem zu betätigen. Deaktiviert! Das sollte genügen. Na dann, los jetzt! Tiri! Mission erfüllt. Gute Arbeit, Fixies. Eigentlich nicht so gut. Dieses Teil ist A7583. Aha. Ich wollte doch A8375. Ziffer, du hast doch gesagt, du merkst dir den Code. Hab ich auch. Und anschließend wieder vergessen. Ah, Ziffer, ich glaube nicht, dass du ihn vergessen hast. Na gut, dann gehen wir eben noch einmal los. Danke, lass mal gut sein. Ich gehe selber. Thank you.
Ich habe vergessen, ihn zu warnen, dass der Sensor ausgeschaltet ist. Und ich befürchte, dass er sicherlich erwartet, dass sich die Tür automatisch öffnen wird. Professor! Autsch! Verzeihen Sie, das wollen wir nicht. Das Thermometer. Wie seltsam, dass das neue Thermometer nicht funktioniert. Tom Thomas, bleib im Bett. Ich werde nach dem alten Quecksilberthermometer suchen. Hey, bist du etwa krank? So könnte man es auch sagen. Ich weiß nicht, wie ich den Mathe-Test heute bestehen soll. Hast nicht gelernt und deshalb willst du nicht in die Schule. Naja, ja. Aber wenn du dich jetzt krank stellst, dann belügst du deine Mama. Nein, das stimmt nicht. Ich tue nur ein bisschen so, als ob. Ach, meinst du? Das Thermometer kannst du nicht austricksen. Simka, was ist ein Quecksilberthermometer? Quecksilber ist ein flüssiges Metall. Seine Farbe ist Silber. In modernen Thermometern ist kein Quecksilber drin. Heute sind sie elektronisch. Alte Thermometer bestehen aus einer Glasröhre mit Markierungen und ein bisschen Quecksilber darin. Wenn das Ende der Röhre sich erwärmt, dann weitet sich das Quecksilber aus und steigt in der Röhre hoch. Auf diese Weise messen die alten Thermometer die Temperatur. Je länger der Quecksilberfaden ist, desto höher ist die Temperatur der Person. Das heißt, dass ich das Ende des Thermometers aufwärmen muss. Tom Thomas, du bist ein Genie. Aber wie willst du es aufwärmen? Endlich, ich hab's schon. Wollen mal sehen. Mama, darf ich was essen? Warte mal, Liebling. Ich mach dir was. Das ist so heiß. Jetzt werde ich bestimmt ein hohes Fieber bekommen. Hey, was macht ihr hier drin? Und was steht auf der Anzeige? Also hier steht 42 drauf. Oh nein, mit so einer Temperatur bringen sie dich sofort ins Krankenhaus. Das willst du doch nicht, oder? Du solltest das Thermometer lieber schütteln. Ja, das werde ich tun. Dadurch wird sich die Temperatur senken. Also, so viel dazu. Man sollte eben nicht schummeln. Tom Thomas, siehst du das? Nolik, fass das Quecksilber nicht an. Es ist giftig. Sofort aufhören. Und du, Tom Thomas, du fass das Quecksilber auch nicht an. Es ist gefährlich. Wie können wir es dann aufwischen? Ruf deine Mutter. Sie kann dir helfen. Ich kann nicht. Wie soll das gehen? Dann weiß sie, dass ich sie austricksen wollte. Vielleicht ist es besser, die Wahrheit zu sagen. Ich kann nicht. Ich kann das nicht tun. Wie du meinst, dann haben wir wohl keine andere Wahl. Nolik, ruf Papus und Marcia. Ich hol sie. Und du gehst in dein Zimmer und wartest. Das Quecksilber ist jetzt weg. Nicht ganz. Dieses Quecksilber muss noch neutralisiert werden. In jedermanns Zuhause gibt's allerlei Chemikalien. Man benutzt sie zum Säubern von Geschirr, Kleidern, Bad und gegen Ungeziefer. Alle diese Substanzen können für die menschliche Gesundheit sehr schädlich sein, was einige Leute jedoch nicht zu verstehen scheinen. Sie verwenden gefährliche Sprays oder giftige Lösungen und vergessen dann, dass sie ihre Hände waschen müssen. Und dann essen sie etwas oder sie reiben sich die Augen mit ihren Händen. Das kann ernsthafte Schäden für ihr Sehvermögen oder den Magen verursachen. Und nehmt nie etwas in den Mund, das wie Medizin aussieht, es sei denn, eure Eltern oder ein Arzt haben es euch gegeben. Und falls ihr etwas auf dem Boden findet, das wie ein Bonbon oder ähnliches aussieht, dürft ihr es nie in euren Mund stecken. Damit könnt ihr euch vergiften. Ah, Menschen. Würden sie sich doch an diese einfachen Regeln halten, dann lebten sie viel sicherer. Und was machen wir mit dem zerbrochenen Glas? Das ist kein Job für Fixies.
Tom Thomas, das Quecksilber ist beseitigt. Und das Glas auch? Nein, die Glassplitter nicht. Macht ihr's? Papus sagt, das ist nicht unsere Aufgabe. Er meint, dass du deine Eltern um Hilfe bitten solltest. Das liegt nun in deiner Verantwortung. Hier hast du was zu essen. Was hast du denn, hm? Mama, ich habe das Thermometer zerbrochen. Zerbrochen? Hast du dich geschnitten? Nein. Das Quecksilber, hast du es berührt? Habe ich nicht. Zimka, glaubst du, er will die Wahrheit sagen? Und wo hast du es zerbrochen? Im Badezimmer. Was wolltest du denn da? Ich wollte dich austricksen. Ich habe einen Test. Und ich habe nicht gelernt. Aber ich tue es bestimmt nie wieder, hm? Die Taschenlampe. Wo ist das Ding? Hi, Tom Thomas. Was suchst du denn? Die Taschenlampe. Ah, hier ist sie. Wozu brauchst du sie? Kathi, ich will mit ihr reden. Ruf sie doch einfach an. Dieses Ding da ist eine Taschenlampe und kein Telefon. Nein, ihr versteht mich nicht. Kathi und ich haben uns einen Geheimcode ausgedacht. Nur einmal blinken bedeutet Hallo da. Oh, und Kathi hat auch Hallo zu dir gesagt. Und zweimal blinken? Was heißt das? Kathi fragt, ob alles in Ordnung ist. Jetzt werde ich ihr sagen, alles ist okay. Oh, was ist denn jetzt los? Ich glaube, sie geht nicht richtig. Sehe ich selbst, Nullig. Aber warum nicht? Eine Taschenlampe ist nichts weiter als eine Batterie und eine Glühbirne, die durch Drähte miteinander verbunden sind, um eine Umschaltung zwischen ihnen zu erstellen. Will man eine Taschenlampe einschalten, drückt man den Knopf. Dadurch wird der Strom durch die Kabel von der Batterie zur Glühbirne geleitet und sie scheint. Und wenn sie nicht angeht, bedeutet das, dass entweder die Batterie leer, die Birne ausgebrannt oder der Schalter kaputt ist. Und jetzt setzen wir die Theorie in die Praxis um. Tut mir leid, ich habe jetzt keine Zeit. Versteht ihr das nicht? Wenn ich ihr kein Zeichen gebe, denkt sie, ich will nicht mit ihr reden und das wäre einfach schlimm. Jetzt flipp mal nicht gleich aus. Wir helfen dir. Aber erst brauchen wir den Bakumat. Sind gleich zurück. Bis gleich. Hör mal, Marcia. Was für ein Geräusch. Aha, das ist neu. Das war also das Geräusch. Papus, können wir dein Bakumat haben? Es geht um eine Taschenlampe. Wirklich? Eine Taschenlampe? Kennst du die Geschichte, als Großfix viele Kilometer auf einem Hund reiten musste? Es ist wahr. Seine Mission war das Reparieren einer riesigen Taschenlampe. Was war das für eine? Eine besondere Art, die Leuchtturm heißt. Ein Leuchtturm ist ein hohes Gebäude mit einem riesigen Blinklicht obendrauf, das benutzt wird, um Schiffen und Flugzeugen zu helfen. Menschen haben Leuchttürme seit der Antike verwendet. Der berühmteste von allen ist der Leuchtturm von Alexandria. Er wurde vor mehr als 2000 Jahren in Ägypten erbaut und war höher als 100 Meter. Die alten Griechen bezeichneten diesen Leuchtturm als eines der 7 Weltwunder. In antiken Zeiten machten Leute auf Leuchttürmen große Feuer. Heutzutage kommt das Licht aus starken elektrischen Glühbirnen. Viele der heutigen Leuchttürme strahlen nicht nur Licht, sondern auch Radiosignale aus. Ja, dank der Leuchttürme sehen Schiffe und Flugzeuge schon von Weitem, wo sie hinsegeln oder hinfliegen müssen und kommen so unversehrt an. Und dank dieser heroischen Tat von eurem Großfix funktionierte der große Leuchtturm. Seitdem ist kein einziges Schiff mehr abgedriftet. Simka, was, wenn wir nicht nur die Taschenlampe reparieren, sondern auch heldenhaft sind? So wie Großfix? Aha. Na gut, was hältst du davon? Wir springen auf diesen irren Hund und reiten los. Hör auf damit. Okay. Hier, nimm meine Hand. Yeehaw!
Kaubacke, lass das sein. Raus jetzt, sofort. Tisch! Das war vielleicht eine Heldentat. Jetzt wird es wirklich Zeit, den Leuchtturm zu reparieren. Tom, Thomas, hol den Leuchtturm. Was denn für ein Leuchtturm? Na, deine Taschenlampe. Ah, die brauche ich jetzt nicht mehr. Du brauchst sie nicht mehr? Wie willst du denn dann Kathi sagen, was sie wissen muss? Ich hab's ihr schon gesagt. Guckt mal. So war es nicht abgemacht. Genau. Soll das heißen, wir haben die Heldentat umsonst gemacht? Gut, wenn ihr eine Heldentat braucht, dann klar, macht sie halt. Hurra! Ja! Der Kompass. Ei, ei, Kameraden an Deck! Ei, ei, Kameraden, beim Klabautermann! Simka, Nolik, was macht ihr denn hier? Wir sind nicht Simka und Nolik. Wir sind furchteinflößende Piraten. Ja, Piraten. Und heute hissen wir die Segel. Bist du dabei? Ja, bin an Bord. Hurra! Du meinst, nein, kein Hurra? Ach, ja. Erst musst du einen Test bestehen. Geh und finde etwas Besonderes. Etwas, das ein Matrose nie vergessen darf. Niemals. Kann ich machen, aber wie? Mit einer Karte. Und die ist da. Ha, ich habe noch niemals so eine Mini-Karte gesehen. Was soll das heißen, Mini? An der haben wir eine halbe Stunde gesessen. Von da, wo du gerade stehst. Aha, von hier meint ihr. Er hat richtig geraten. Gehe erst in Richtung Norden, bis du dann schließlich... Wartet mal. Aber wo ist denn Norden? Natürlich an den Ort, wo es den Nordpol, Eis und Polarbären gibt. Aber wie weiß ich denn, in welche Richtung ich gehen muss? Mit einem Kompass natürlich. Ein Kompass ist ein besonderes Gerät, mit dessen Hilfe Matrosen und Piloten wissen, in welche Richtung sie steuern. Egal ob in der Luft oder auf See. Unser Planet ist wie ein großer Magnet, der zwei Pole hat. Den Nordpol und den Südpol. Diese magnetischen Pole helfen der Nadel im Kompass ihren Weg zu finden. Die Nadel ist magnetisiert. Deshalb zieht es eines ihrer Enden zum magnetischen Nordpol, während das andere Nadelende immer in Richtung Südpol zeigt. Das weiß ich. Hier gibt es aber keinen Kompass. Dann basteln wir einen, und zwar selbst. Woraus denn? Wir nehmen eine Nadel. Sie muss nur magnetisiert werden. Und wie soll sie sich dann drehen? In einer Untertasse mit Wasser. Jetzt zeigt ein Ende in Richtung Norden und das andere Richtung Süden. Welches zeigt denn wohin? Obwohl, hier ist das Fenster. Das kann's also nicht sein. Dann ist hier Norden. Gefällt mir wirklich gut, unser kleiner Sprotte hier. Du nennst mich kleiner Sprotte? Na, das ist bloß Piratensprache. Also gut dann. Auf nach Norden. Geh erst nach Norden, bis du siehst. Ein schlafendes Monster. Kameraden, ahoi! Ein Monster am Horizont. Er soll das alleine schaffen. Geh jetzt nach links und laufe 300 Schritte weiter. 300? 300. Ich habe sie selbst gezählt. Aha. Okay. Das heißt, ich gehe 1, 2, 3. Jetzt geradeaus, bis du direkt zum riesigen Baum kommst. Das nennt ihr einen Baum? Wow, fantastisch! Ich glaub's nicht. Es ist ein echter Schiffskompass. Manche nennen ihn auch Marinekompass. Der erste Kompass wurde vor mehr als 1000 Jahren im alten China erfunden. Mit seiner Hilfe konnten die Chinesen die Wüste durchqueren. Und etwa 200 Jahre später tauchte der Kompass in Europa auf. Ob die Europäer selbst auf die Idee für den Kompass kamen oder sie von den Chinesen übernommen haben, ist nicht klar.
Eins ist jedoch sicher. Wir Fixies erinnern uns daran, wie die frühen Kompasse gebaut wurden. Die ersten Kompasse waren magnetisierte Nadeln, die sich auf einem Schwebekörper in einer Wasserschüssel befanden. Später wurde die Nadel auf die Spitze eines Stiftes gesetzt, wodurch sie sich frei bewegen konnte. Dies ähnelte schon den heutigen Kompassen. Weil die Nadel eines Kompasses immer nach Norden zeigt, kann ein Seefahrer leicht herausfinden, in welche Richtung er sein Schiff wenden muss. Will er nach Norden segeln, dann folgt er der Nadel gen Norden. Will er nach Süden, dann steuert er in die entgegengesetzte Richtung. Dein Vater hat ihn gestern spät am Abend mit nach Hause gebracht. Du hast geschlafen. Wartet mal. Ich bin gleich wieder da. Was gibt's? Ja, sie liegen auf einer Linie. Natürlich tun sie das. Wie sonst wärst du wohl hierher gekommen? Wir sind fertig mit der Nadel. Ich bring sie zurück. Ja, genau. Schön, sicher verpacken. Aber stich dich nicht. Der Mixer. Marcia, warum müssen wir wieder zum Geschirrspüler hingehen? Es liegt ein anstrengender Tag vor uns, Kinder. Und wir alle müssen Energie tanken. Ich mag es nicht, mich hier im Geschirrspüler aufzuladen. Wäre dir die Mikrowelle lieber? Oder der Wasserkocher? Nein, danke. Ich mag allgemein nicht, mit Küchengeräten aufgeladen zu werden. Die interessieren mich einfach nicht. Und wo ist es denn interessant, hä? In dem Computer. Marcia, darf ich mich bitte im Computer aufladen? Die Energie dort ist so süß. Unsere Ernährung muss ausgewogen sein, Nolik. Nicht nur sehr lecker. Leute essen ja nicht nur Süßes, stimmt's? Menschen erhalten Energie vom Essen, während Fixies ihre Energie aus Geräten beziehen. Menschen essen alle Arten von Nahrung, genauso wie Fixies. Sie benötigen die Energie, die aus verschiedenen Geräten kommt. Durch das Aufladen in einem Auto wird ein Fixie schneller. Durch einen Computer klüger. Und durch eine Uhr genauer. Um gute Energien zu tanken, sollten sich Fixies nicht nur an einem Platz aufladen, wie im Fernseher. Gesünder ist, sich von einem Gerät zum anderen zu bewegen. Guten Morgen, Tom Thomas. Was ist denn los? Zum Frühstück gab's Müsli mit Milch. Mama sagt immer, Milch ist so gesund. Aber ich finde sie einfach ätzend. Aha, Nolik, da bist du. Geh dich aufladen. Zack, zack. Ich gehe nicht. Hier ist Tom Thomas. Er will auch kein Frühstück haben. Warum denn nicht? Er findet die Milch ätzend. Ätzend, hä? Er weiß einfach nur nicht, wie man sie richtig trinkt. Schaut mal, was wir hier haben. Was? Was? Nen Mixer. Ein Mixer ist ein Küchengerät, welches man verwendet, um verschiedene Zutaten zu mischen. Mit einem Mixer können wir Dinge wie Glasuren, Soßen oder ein Omelett machen. Das Leckerste aber, was man mit einem Mixer machen kann, ist ein Milchshake. Es ist ganz leicht. Gebt Früchte, Sirup, Saft, Eiscreme oder alles, was ihr wollt, in einen Behälter und gebt Milch dazu. Nehmt nun den Mixer und rührt alles zusammen, bis es cremig und lecker wird. Das wär's. Somit habt ihr einen Milchshake. Also, was hätten wir denn alles für einen Milchshake? Wir haben Himbeermarmelade. Geht das? Das würde gehen. Und Erdbeermarmelade? Das wäre auch toll. Hier ist eine Banane. Ich habe auch Schokolade. Guck. Und ich habe hier Erdbeereiscreme. Schmeißt den Mixer an. Stehst du am Morgen früh auf? Oh ja. Stehst du am Morgen früh auf? Gib dir dein Frühstück viel Kraft. Oh ja. Ein klein wenig Milch, oh ja. Du
brauchst ein klein wenig mich. Du brauchst ein klein wenig mich, oh ja. Du brauchst ein klein wenig mich. Du brauchst ein klein wenig mich, oh ja. Du brauchst ein klein wenig mich. Wow, der Mixer ist cool, oder? Können wir noch einen Shake machen? Nur einen, die waren lecker. Klar, wenn du willst. Oh, wo ist die Milch hin? Ich glaub's nicht. Du hast sie ausgetrunken. Und ich kenne jemanden, der gesagt hat, Milch ist ätzend. Ich wusste nur nicht, wie man sie trinkt. Simka. Was in aller Welt hast du dir da gedacht? Und was ist mit Nolik? Shh, komm mal, ich zeig's dir. Nolik, hier bist du. Warst du nicht der, der gesagt hat, das Aufladen in der Küche sei langweilig? Der Mixer ist aufregend. Er spendet Energie, die lecker schmecker und nahrhaft ist.